Am 14. Juni 1991 beteiligen sich Hunderttausende von Frauen mit Arbeitsniederlegungen, Protestaktionen, Demonstrationen und verschiedenen Veranstaltungen an einem landesweiten Frauenstreik. Sie protestieren damit gegen die verschiedenen nach wie vor existierenden Diskriminierungen in den Bereichen der Arbeit, des Einkommens, der Sozialversicherungen und der Bildung. In der Schweiz gehen die Frauen für ihre Rechte auf die Straße. Weltweit sind immer mehr Frauen von Hunger und Krieg, von Arbeitslosigkeit und Gewalt, von Unterdrückung und Ausbeutung betroffen. 15 Millionen Menschen, ein Großteil davon Frauen und Kinder, sind aus diesen Gründen auf der Flucht. Um zu überleben, werden Frauen und Kinder zur Prostitution gezwungen, für Experimente in der Gentechnologie und als Manövriermasse in der Arbeitswelt benutzt. Doch auch 1991 hat die Schweiz, im Gegensatz zu über 100 anderen Staaten, das UNO-Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau noch immer nicht unterzeichnet. Die Schweiz feiert aber in diesem Jahr mit großem Aufwand und vielen pompösen Anlässen ihr 700-jähriges Bestehen. In dieser 700-jährigen Geschichte haben die Frauen seit 20 Jahren das Stimmrecht und seit 10 Jahren sind ihre Rechte in Artikel 4 Absatz 2 der Bundesverfassung festgehalten. Zum 10. Jahrestag der Verankerung der Gleichbehandlung von Mann und Frau ruft der Schweizerische Gewerkschaftsbund unter dem Motto «Wenn Frau will, steht alles still» den 14. Juni zum Streiktag aus. Entstanden ist die Idee in einem wattländischen Dorf im Valais de Joux bei einem Gespräch dieser vier Uhrenarbeiterinnen, die im SMOOV organisiert sind. Wie sie haben sich zuvor schon viele andere Frauen als Einzelkämpferinnen und in Gruppen gegen Diskriminierungen und Benachteiligungen gewehrt. Ihr Kampf für die Rechte der Frau ist hier im Sozialarchiv in Zürich dokumentiert und gibt Zeugnis von der langjährigen Geschichte des Frauenprotests, von Streiks, Initiativen und Aktionen. Auch andere soziale Bewegungen gegen Unterdrückung sind hier dokumentiert. Vor allem die Geschichte der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung. Und der 1. Mai dieses Jahres steht bereits im Zeichen des Frauenstreiks. Der Ofen kalt und die Arbeit lassen wir sausen. Denn wir fordern das gleiche Gehalt. Frauen, heute machen wir Pause. Wenn die Frau will, dann steht alles still. Die Forderungen nach gleichem Lohn etwa, Mutterschaftsschutz, Anerkennung der Erziehungs- und Betreuungsarbeit, Selbstbestimmungsrecht der Frau und Arbeitszeitverkürzung sind über die Jahre mehr oder weniger die gleichen geblieben. Als politischer Protest gegen die Nichteinhaltung des Gleichstellungsartikels und als Mittel, um diese Forderungen durchzusetzen, steht der landesweite Frauenstreik vom 14. Juni. In den Medien wird im Vorfeld die gesellschaftspolitische Bedeutung des Streiks thematisiert. In Städten und Dörfern überall in der Schweiz haben viele Frauen aktiv an der Vorbereitung dieses Tages mitgearbeitet. Über 50 regionale und lokale Streikkomitees koordinieren die verschiedenen Aktionen, diskutieren über die je unterschiedlich gewichteten Anliegen und die daraus resultierenden Forderungen. Solidarität wird vielerorts als Ziel der politischen Arbeit hervorgehoben, denn gerade die nicht privilegierten Frauen können nicht wirklich streiken, da sie damit ihren Arbeitsplatz gefährden. In Zürich, wie überall in der ganzen Schweiz auch, ist das Straßenbild lila, pink und violett geprägt. Über den ganzen Tag verteilt weisen größere und kleinere Aktionen auf die Anliegen und Forderungen der Frauen hin, mit einem Schwerpunkt auf den Bereichen des Gesundheits- und Bildungswesens. Wenn ihr weiter streikt, sind ihr herzlich eingeladen, am 4:15 herunterzukommen. Wir haben dann die Ansprache und werden auch symbolisch noch
den Herren, die zuständig sind, da oben noch ein bisschen Dampf machen. Ich mache dies anhand der sehr aufschlussreichen Studie der kantonalen Fachstelle für Gleichberechtigungsfragen. Die kantonale Verwaltung beschäftigt mehr als 40.000 Personen und ist damit die fünftgrößte Arbeitgeberin in der Schweiz. Frauen verdienen durchwegs weniger als Männer. Und zwar, auch wenn sie gleichwertig ausgebildet sind und über die gleiche Berufserfahrung wie Männer verfügen, haben sie keine Aussicht, das gleiche Lohnniveau wie Männer zu erreichen. Die relative Lohnposition der Frauen beträgt gerade 75%. Das heißt also, dass Frauen 25% weniger verdienen als Männer. Sie haben meist Berufe gewählt, die mit möglichen zukünftigen Aufgaben von Haushalt und Kindererziehung zusammenhängen und nicht sehr aufstiegsträchtig sind. So arbeiten 3/4 der beschäftigten Frauen im Lehr- und Spitalbereich. Dienen, pflegen, erziehen scheinen noch immer die zentralen Attribute weiblicher Berufstätigkeit zu sein, wie der Bericht etwas resigniert feststellt. Die meisten von uns hier sind privilegierte Frauen. Zu den Lohnvergleichen in dieser Situation. Für Beschäftigte mit Hochschulabschluss bei Vollbeschäftigung verdienen die Männer etwa 8.500 Franken, die Frauen etwa 6.500 Franken. Jetzt habe ich gerade mit dem Bezirksspital Affoltern geredet. Dort haben die Frauen heute, also für heute beschlossen, sie gehen die Zivilfarben arbeiten. Also vornehmlich so in der Streikfarbe, lila und so. Und sie machen einfach als absolutes Minimum. Ich möchte aber sagen, dass es wirklich so ist, dass keine Patientin oder Patienten da Schaden nehmen. Also ich war heute Morgen im Triemli und dort waren Vorträge einerseits, platschvoller Saal. Die Frauen zugelassen haben und also das war etwa so mit 200-300 Frauen gewesen. Und die sind dann herausgekommen und haben eine Ballonaktion gemacht und die Ballone in die Luft rausgelassen. Ja. Wir haben jetzt gerade gehört, dass die Rheinstrasse besetzt worden ist, von 10:45 bis 10:45. Es haben insgesamt 1200 Frauen teilgenommen. Thank you.
Ich finde, es ist langsam Zeit, dass wir etwas machen. Und das ist auch ein symbolischer Akt eigentlich. Also ich habe jetzt auch einen Teil noch Schule gegeben heute Morgen. Und ich fühle mich sehr solidarisch mit den Frauen. Und darum wollte ich jetzt einfach hier dabei sein. Heute versammeln sich über 240 Frauen, die im Schulkreis Limmatal arbeiten, zum ersten Frauenkonvent. Sie geben ihrer Unzufriedenheit über die Stellung der Frau in den Erziehungsberufen Ausdruck, diskutieren und verabschieden verschiedene Forderungen. So, tu nicht wie im Kindergarten. Bist doch kein Kegelischüler mehr. Weil ich jetzt Gelegenheit habe, vor versammelten Fachfrauen zu reden, vor allem auch vor den Unterstufenlehrerinnen, die ja Kindergartenkinder übernehmen, möchte ich ein für alle Mal mit dem abwertenden Spruch aufräumen. An dieser Stelle fordere ich die Unterstufenlehrerinnen, aber auch alle anderen Frauen an dieser Versammlung auf, unserem Frauenberuf mehr Interesse und Anerkennung entgegenzubringen. Erziehung gilt noch immer als eine Privatangelegenheit der Frau und nicht als eine gesellschaftliche Verantwortung, die zukunftsbestimmend für uns alle ist. Es war ja mehr symbolisch, gewesen, das Sitzen. Mhm. Ich meine, zu diesen Löhnen würde ich also weder stehen noch sitzen. Da kannst du jetzt also nur noch verhungern mit so einem Lohn. Vor allem so in einer Stadt wie Zürich. Liebe Frauen, Dienstleistungsbetrieben wie Warenhäusern und Restaurants seid ihr Frauen ein wichtiger Teil der Arbeitskraft. Trotz dem Gleichberechtigungsartikel verdienen Frauen jedoch nach wie vor rund einen Drittel weniger als Männer. Unabhängig von der Arbeitsleistung bedeutet also die alleinige Tatsache, ein Mann zu sein, einen Bonus zu bekommen. Die typischen Frauenberufe wie beispielsweise Verkäuferin, Serviceangestellte, Coiffeuse und Fabrikarbeiterin sind massiv unterbezahlt und haben häufig schlechte Arbeitsbedingungen. Lange und unregelmäßige Arbeitszeiten, monotone Arbeitsabläufe, schlechte Sozialleistungen und so weiter. Nebst der öffentlichen Dienstleistungsarbeit leisten die meisten Frauen zu Hause seit Jahren und Generationen Haus-, Erziehungs- und Beziehungsarbeit. Und das mit einer ungebrochenen Selbstverständlichkeit.
wenn ihr zu Hause nicht mehr tagtäglich die Hemden bügeln, die Kinderpopos putzen und für das emotionale Wohlergehen eurer Liebsten sorgen würdet, ginge es unserer freien Marktwirtschaft ziemlich schlecht. Die unbezahlte Frauenarbeit macht 25-40% aus von dem, was in den Industrieländern verdient wird. Sie erscheint jedoch nirgends in der großen Haushaltsrechnung. Wir sind Frauen vom Frauenhaus Zürich. Das Frauenhaus ist ein Zufluchtsort für psychisch und physisch misshandelte oder bedrohte Frauen und ihre Kinder. Die Frauen, die im Frauenhaus Schutz suchen, haben in einer extremen Form die bestehende Gewalt von Männern gegen Frauen erlebt, mit der wir Frauen alltäglich konfrontiert sind. Gerade auch in den Warenhäusern und Restaurants wird von den angestellten Frauen erwartet, dass sie gegenüber den Kunden immer freundlich bleiben und von der schlechten Laune bis zur sexuellen Belästigung alles erdulden. Am heutigen 14. Juni, dem Frauenstreiktag, haben wir das Frauenhaus geschlossen, um euch zu besuchen an eurem Arbeitsplatz, wo ihr täglich arbeitet und immer voll präsent sein müsst. Also, liebe Frauen, lassen wir uns nicht mehr spalten in Hausfrauen und Berufstätige, in verheiratete und alleinstehende Frauen, in Akademikerinnen und Arbeiterinnen. Versuchen wir, unsere Kraft zusammen zu nutzen und gemeinsam unsere Anliegen, unsere Interessen und Forderungen zu formulieren und auch durchzusetzen. Herzliche Grüße, die Frauen vom Frauenhaus Zürich. Thank you.
höchste Demo, wo wir uns alle daran erinnern können, zwischen 15.000 Frauen. Frauen protestierten sichtbar auf den Schweizer Straßen. Eine halbe Million Frauen haben in irgendeiner Form an den Streikaktionen teilgenommen. Wir haben, es ist nicht übertrieben, wir haben aus der ganzen Welt Solidaritätstelegramm bekommen. Dass Zürich oder Bern im Schweizerischen Gewerkschaftsbund. I want to bring greetings from the International Wages for Housework Campaign and from our member organizations, International Black Women for Wages for Housework, the International Prostitutes Collective, Wages Due Lesbians, Win Visible Women with Disabilities, and Women Against Rape. Women from our network today are holding solidarity demonstrations with you. We are international, and we want to say that today when we strike in Europe and North America, we are striking also in solidarity with women in third world countries who spend 4 hours a day just getting water and fuel. We do not strike only for ourselves. We strike against the European governments, which are making us work in order to make also the third world women work, so that we are all striking together and working towards the day when the whole world will come to a halt in recognition of women's work and women's power. Der Streik ist die grösste von allen Protestaktionen in der 700-jährigen Geschichte der Schweiz. Also wird in Zukunft nicht mehr allein vom landesweiten Generalstreik von 1918 als bisher grösstem Streik der Schweizer Geschichte die Rede sein, sondern ebenso vom Frauenstreik, der eine halbe Million Frauen zu mobilisieren vermochte. Artikel, Fotos, Flugblätter, Radio- und Fernsehberichte, Filme und Bücher geben Zeugnis von diesem Streik und seinen inhaltlichen Anliegen und Forderungen. Viele Frauen sind in der Erinnerung an den 14. Juni 1991 immer noch begeistert, hat doch der Tag Hoffnungen auf eine Veränderung bewirkt. Doch uns bleibt keine Zeit, weiter bei den Erinnerungen und Hoffnungen zu verharren. Denn in Zürich wird ein halbes Jahr später das Kanzleizentrum geschlossen. Bei den National- und Ständeratswahlen im Herbst 1991 werden trotz Frauenlisten nicht mehr Frauen gewählt. Die Initiative Nationalrat 2000 wird zurückgezogen. Der Bundesrat beschließt die Aufhebung des Nachtarbeitsverbots. Die Hälfte aller alleinerziehenden Mütter leben nahe oder bei der Armutsgrenze. Und die Frauenarmut nimmt alarmierend zu. Und weltweit werden Frauen durch die Geld- und Bankenpolitik gezwungen, sich und ihre Kinder zu verkaufen, um so das Überleben ihrer Angehörigen zu sichern. Nur solidarisches Handeln hilft im Widerstand gegen diese Gewalt, gegen die von den Machthabern betriebene Bevölkerungspolitik und Gentechnologie, gegen Diskriminierung und Rassismus.